Ha, da ist Ishi. Ishi landed in plant poop. Oh. Hey, make sure you get behind your ears, Stinky. Scrub it up. Would you like to take a turn in that pile? Keep it up. Ooh, a threat. Guess that's as close to a thank you as I'm gonna get, huh? Wollte gerade sagen, wir haben gerade eine riesen Pflanze für den kaputt gemacht. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Bulletstorm Teil 18. Wir mussten natürlich gerade die Klappe halten wegen Zwischensequenz. Wir haben gerade eine riesengroße Pflanze kaputt gemacht. Und laufen jetzt in den Sonnenuntergang. Und Ishi ist auch wieder dabei. Ah, oh, super. That's a fall. That collapsed building. We can use it to cross. That is a suicide march. Really? What's new? Aw, what a very tough guy answer. Oh, I just really want to impress you is all. You'll impress me by keeping up. Ich hab das immer noch nicht raus. Ich wollte es gerade eigentlich nicht sagen aus Höflichkeit, aber nee, du hast es tatsächlich immer noch nicht ich raus. Weiß nicht, was aber mein ist. Gott, die paar Punkte. Es fühlt sich aber auch falsch an. Ich, ja, ja. In dem Moment, wo es leuchtet, drücke ich. Und I know you're struggling against the AI. You're doing your best, buddy. Also Gray ist echt nett, finde ich. Er ist gar nicht so ein Stinkstiefel. Er ist vielleicht ein bisschen dumm und ein Trinker, aber nett. Und er wollte seinen Kumpel Ishi auch unbedingt retten. Obwohl der jetzt nur noch zur Hälfte likable ist. Leftovers from Operation Anarchy. So, haben wir denn Punkte gesammelt? Ja, 6000, super. Hast du gerade gehört? Das sind Leftovers from Operation Anarchy. Also, sie weiß was über diese Operation, die vorher auf diesem Planeten stattfand. Ah. Ich glaube, von der normalen Munition kannst du noch ein bisschen was brauchen. Und die Charge Shots nehmen wir auch mit. So. Ja, sind wir doch ganz gut gefüllt. Enlighten us. You remember General Serrano, of course. I sure do. Serrano got the cleanup job down here. Ordered to wipe out the mutants and the gangs and leave the city intact. He decided to use the job to test some final Echo candidates. I led a division down here a year back. Oh yeah, and your squad did a super top-notch job too. Spick and span, mission accomplished. We underestimated the situation. Only a few of us made it back. Operation Anarchy was a total failure. So the skill shot readouts I'm seeing on the leash's hub. This is some kind of combat analysis bullshit. Allots points to determine if a drop kit will allow you to resupply. The soldiers who excelled got resupplied. The others didn't. Would have made Darwin proud. Oh, das ist ja cool. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Erklärung für dieses ganze Punktesystem. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen was darüber erfahren, was hier... Wie das aussieht. Super. Look, more skulls. Was hier passiert ist. Yeah, motivated too. They're looking to get a hold on our meal ticket. Also, die Trishka war vor einem Jahr schon mal hier. Für alle, die es jetzt vielleicht so schnell nicht verstanden haben. Und der General Serrano hat sie hergeschickt, sie mit anderen feinen Echo-Typen. What is what? This is the only way down. If you say so. Und ja, da ging es darum, der wollte halt testen, wer geeignete Kandidaten seien. Für dieses feine Echo-Programm, also das quasi Elite-Programm von dem Serrano. Und dann sollten die sich gegenseitig auf den vorn Latz hauen? Nee, nicht gegenseitig. Sie sollten diese Banden. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ach, da geht's weiter. Ishi macht uns einen Durchgang. Sie sollten diese Banden bekämpfen, gegen die wir hier ja auch kämpfen. Und die Idee war aber eigentlich, dass die Städte und so, dass das alles intakt bleiben sollte. Aber irgendwas ist da wohl schief gegangen, und zwar mächtig. Kann man sagen, ja. Und diese Leashs, also diese Energiepeitschen mit dem Bewertungssystem, die waren so gedacht, dass Kandidaten, die eben erfolgreich sind und die gut vorankommen und die viele Gegner erwischen, werden belohnt mit neuer Ausrüstung und mit neuen Upgrades für ihre Waffen. Und deshalb gibt es dieses Punktesystem hier. Gar nicht schlecht. Also es gibt eigentlich ganz nett gemacht dafür, dass es ja eigentlich ein Gameplay-Element ist, aber ganz cool in die Story eingebettet. Die haben sich da schon ein bisschen was überlegt. Mist, ich hätte hier sowas machen können. Schade. Ja. Mist.
Da haben wir jetzt auch wieder das auch immer gern gemacht Element, wir drehen einfach das Level ein bisschen um und dadurch wird es interessant. Das ist jetzt also ein Haus, was auf der Seite liegt. Das haben wir wo gesehen? Bei... Also letztens gab es das bei Uncharted, da war es allerdings kein Haus. Bei Uncharted 3 war es ein Ozeanriese, der auf die Seite gekippt war, wo man sich dann durchklettern musste. Das war ja wohl auch ein technisches Meisterwerk, was sie da gemacht haben im Hintergrund. Denn das ist nicht einfach ein Level gewesen, den sie schräg gebaut haben, sondern sie haben tatsächlich das Modell in einem simulierten Ozean gedreht. Wow. Also technisch war das wohl eine ganz schön buffe Leistung, sah auch schön aus. Oh ja, das hatte aber einen fürchterlich nervigen Kampf in diesem Ballsaal, der einfach nicht aufhören wollte. Oh, furchtbar. Ganz schön furchtbar. Ja, das große Manko der Uncharted-Serie, kann sich oft genug betonen. Aber das Level war trotzdem toll. Es kam ja dann später ein Patch für die Version raus, was die der die Steuerung gut verbessert hat. Da hatte ich es aber schon durch. Nicht so viele Level in den Kämpfen lang geärgert, wie blöd sich das steuert. Ja. Und ich ehrlich gesagt nie ausprobiert, ob es danach dann gut war. Es haben, also bei Uncharted 2 fiel einem ja nie groß auf, ja, die Steuerung ist irgendwie nervig und was ist denn da mit den Zielen los, weil man immer sehr stark vorhalten musste. Bei Uncharted 3 war es, glaube ich, an dem 2 ja nicht. Und dann meinten die Entwickler, ja, nee, das sei Absicht, denn das wäre ja irgendwie so viel besser so. Aber die meisten Spieler hatten eher das Gefühl, nee, das wäre viel, viel schlechter so und deswegen haben sie die Steuerung dann per Patch nachträglich. Ich habe es allerdings mit dem Patch auch nicht gespielt. Ich fand es nur im 3er irgendwie sehr nervig. So die Schießereien haben so gar keinen Spaß mehr gemacht. Irgendwie kommen wir echt dauernd auf Uncharted 3 zu sprechen. Vielleicht müssen wir das doch nochmal komplett Let's Playen, um euch dann alles, das, was wir über Uncharted 3 schon in den anderen Let's Plays erzählt haben, im Let's Play Uncharted 3 dann nochmal zu erzählen. Ich würde aber ehrlich gesagt, wenn, dann die ganze Serie gerne machen, denn ich mochte den ersten Teil total. Also ich mochte den ersten nicht so gern. Der hatte ja alle diese Schwächen, die der 3er dann auch wieder hatte. Mit diesen nicht enden wollenden Gegnerbällen und... Naja. Mal gucken, vielleicht spielen wir mal die Uncharted-Serie. Wir haben auch schon Pläne, eine andere sehr renommierte und sehr tolle PlayStation 3-Exklusivserie oder sagen wir mal PlayStation-Exklusivserie zu spielen, PlayStation 3 Resistance. Welche das ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, weil so viele PlayStation-Exklusiv-Serien gibt es nicht. Echt, welche wollen wir denn machen? Sage ich dir nicht, denn der Plan ist, dass ich und Martin die machen. Ah, okay. Weil ich und Martin noch kein Display gemacht habe. Und das wird sicher ein großer Spaß. Oh. Das wird auch eine Weile dauern, denn es sind im Ganzen, glaube ich, schon fünf Spiele, die wir da spielen müssen. So, jetzt rufen wir mal einen Fahrstuhl. Auf Graysons bewährte Weise. Super. Sehr schön. Ja, jetzt kannst du auch einsteigen in den Aufzug, oder? Nee, sehr cool. Okay. Muss ich ja nicht. Ich fahre ja zur Seite. Übrigens auch eine Szene, die es in Uncharted 3 gibt, wo man dann mit dem Fahrstuhl seitlich entlang fährt. Hier laufen wir nur entlang, weil der Fahrstuhl kaputt ist. Ah, super geil gemacht. You gotta be kidding me. Gestehen, ich habe die letzten Sachen nicht gehört, weil ich mich aufs Spiel konzentriert habe. Was Let's Playt ihr? Also so, hast du jetzt nicht gesagt. Das habe ich dir jetzt nicht gesagt, aber vielleicht hast du es. Und wie viele Episoden gibt es von dem Spiel? Es werden fünf Episoden werden. Also nicht fünf Episoden, sondern fünf komplette Spiele, die wir spielen. Komplette Spiele. Okay. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wieder. Also Leute draußen, denkt mal scharf nach. Fünf Spiele, die auf PlayStation-Systemen und nur auf PlayStation-Systemen erschienen sind. Was tauschen wir? Was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme die kleine Waffe hier nicht mit, ich nehme die Shotgun mit. Nehmen wir die Nachliff. Können wir da irgendwas updaten? Nee, haben wir alles. Ein bisschen mehr Schuss nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben den Charge-Schuss von der Shotgun noch nicht benutzt, oder? Das kann sein. Dann schießt er, glaube ich, alle vier einmal. Okay. Vor allem die geplante Serie, die fügt sich auch nahtlos ein in unser Konzept, nur besonders friedliche und für Kinder geeignete Spiele zu Let's Playen. Naja. Aber wir hatten ja auch, wir beide wollten ja auch noch eine Serie, allerdings eine Xbox-Serie. Puh. Ob wir die schaffen, weiß ich noch nicht genau. Das wird für mich ganz schön hart. Aber mal gucken. Vor allem, das wären auch ganz schön viele Spiele, oder? Ja, aber viel, viel Zeit. Hoffentlich. Mal gucken. Sehen wir, wann die Leute anfangen, uns zu deabonnieren, weil sie irgendwelche Sachen blöd finden. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Wir hoffen natürlich nicht, dass ihr da draußen das macht. Stattdessen
Wir wollen nicht immer zu viel Werbung machen, aber wenn euch der Quatsch, den wir hier machen, gefällt, dann sagt es doch einfach weiter. So, kleine Half-Life- bzw. Deus Ex-Passage. Kriechen in irgendwelchen Gängen. Ja, ist hier eher selten. Deus Ex ist ja das halbe Spiel so. Verbringt man das halbe Spiel in Lüftungsschächten. Murder Time. Ja, Murder Time. Offensichtlich. Platsch. Oh, der hat auch einen Helm aufgesetzt. Da kann man es beisteuern. Ich glaube, der fliegt. Ja. Ich bin übrigens extrem gespannt auf das neue Thief. Oder Dark Project, was ja von den Deus Ex Human Revolution machen kommt. Da weiß man auch seit Jahren, dass das kommt und von wem es kommt. Und es soll auch schon einen fertigen Trailer geben. Wer weiß, bis wir die Sendung, bis das Ding hier läuft, haben wir den vielleicht schon gesehen. Ich hoffe, es wäre jetzt wahrscheinlich nur eine Woche oder anderthalb Wochen. Aber kann ja viel passieren. Oh, warte mal. Ah, nee, schade. Ich hätte mal den Thumper benutzen können. Oh ja, kannst du jetzt noch nicht machen. Ja, aber da sind ja jetzt gerade keine Stacheln oben an der Decke. Eben gerade an der Stelle wäre es gut gewesen. Du kannst da trotzdem Zeit schinden mit dem Thumper, denn die Gegner können ja nichts machen. Hat irgendwas gebracht? Ja doch. Ja. Ach guck mal, es reicht auch, wenn sie einfach so an die Decke geknallt werden. Ja. Das schadet ihnen offensichtlich nicht. Was sind eigentlich für Strahlemänner hier? Da tut mir jetzt glatt ein bisschen leid. Wieso? Oh, aber da muss aber auch jeder nochmal reintreten, oder? Hast recht. Boah, da kann einem wirklich ein bisschen leid. Mann. Das ist aber so ein umgekipptes Haus. Ist, eine Todesfalle, könnte man sagen. Überall Stromkabel oder irgendwelche sonstigen Gefahren. Zum Beispiel da. Junge, Junge. Kann man das Einziehen nicht empfehlen, obwohl der Ausblick sehr, sehr hübsch ist. Dafür sind die Mieten vielleicht ein bisschen günstiger als in dem stehenden Haus. Ne? Immer frische Luft. Aber man muss halt irgendwie aufpassen, wenn man morgens aufsteht, dass man nicht gleich in das Loch im Wohnzimmer fällt. Ich glaube, in München würden sie das trotzdem teuer vermieten. Ja, mit Mietkaution und mit nur 50 Mitbewerbern. Der Vorteil wäre, man könnte wahrscheinlich beim Besichtigungstermin die Leute unauffällig in eines von diesen Löchern einschließen. Man würde aber, selbst wenn man der Letzte ist, der noch da ist und dementsprechend genommen werden muss, müsste man trotzdem dem Makler auch eine Niere oder irgendein anderes wichtiges Organ überlassen. Und das ist in München, wenn man mieten will, inzwischen Pflicht. Ja, aber dafür hat man ja mehrere Organe, damit man spenden kann. Oh, jetzt hier. Tipp an alle, die in München wohnen wollen, wenn ihr von einem Makler dazu gezwungen werdet, Organe herzugeben, gebt die hier, die ihr nicht unbedingt braucht. Also Lunge zum Beispiel. Ja, die würde ich eher noch behalten, aber so Galle kannst du abgeben, Milz, eine Niere geht und je nach Kommentatorlage eventuell auch der Rest des Gehirns. Also wenn man Nachmittags- oder Frühabendfernsehen schaut, dann würde ich sagen, kommt man ganz gut ohne Hirn durchs Leben. Zumindest gibt es da genug Leute, denen das offensichtlich gelungen ist. Wir rutschen ein bisschen. Ja, am frühen Abend Fernsehschauen ist ja viel besser geworden, seit es die neue Gottschalk-Show gibt. Denn wer da zusieht, der hat immerhin noch die Fähigkeit zu Mitleid. Arme Gottschalk, mir tut er echt leid. Ich würde es hier angucken, aber ich habe leider keinen Fernseher und ich bin um die Zeit auch nicht zu Hause. So. Ich glaube, ob wir uns hier über dieses Glasdach wagen, das wird sich erst im nächsten Let's Play zu Bulletstorm zeigen. Jawohl. Bis dahin verabschieden wir uns. Adieu. Tschüss.